Okay, gut. Willkommen zum neuen Video. Ich hoffe, ihr habt das letzte Video geguckt, wo wir in Italien waren. Und ja, heute geht es um den Mr. Olympia Amateur in Portugal vor ein paar Wochen. Ne? Ihr seht das Shirt, musste ich mir natürlich dort kaufen. Und ich erzähle euch einfach, ja, wie das Ganze so ein bisschen abgelaufen ist. Ihr werdet auch Aufnahmen dazu sehen, auch Bühnenaufnahmen. Und viel Spaß mit diesem Video. Dieser ganze Trip war eigentlich super geplant. Wir hatten vor Monaten schon den Flug gebucht und die Unterkunft, weil Jasmin da starten wollte und bei mir war es so ein bisschen unsicher. Im Endeffekt bin ich gestartet und Jasmin nicht. Hm. Ja, schön ist, dass wir am Mittwoch am Flughafen waren und mitbekommen haben, dass unser Flug storniert wurde. Yo, was geht ab YouTube? Wir befinden uns mal wieder auf dem Weg zum Wettkampf. Auf dem Weg zum Mr. Olympia Amateur 2022 in Portugal. Letztes Jahr bin ich in Spanien gestartet. Und ja, dieses Jahr ist es der Saisonabschluss, es ist der fünfte Wettkampf. Und wir sind jetzt eigentlich so ziemlich zur gleichen Zeit vor der Peak Week knappe 4 Kilo leichter als zum letzten Wettkampf letzte Woche. Und ja, ich bin ready. Das wird die Bestform werden und wir nehmen euch da mit, zeigen euch von der Registration bis zum Wettkampftag, von Essen bis Training einmal ein paar Einblicke. Und wir hatten komplettes Gepäck dabei und hatten uns dann überlegt, wollen wir jetzt mit dem ganzen Gepäck nochmal durch die ganze Stadt nach Hause und dann nachts, wenn keine Öffentlichen mehr fahren, irgendwie mit dem Taxi oder sonst was, wieder halt zum Flughafen zu fahren, wenn wir den Alternativflug am nächsten Morgen ganz, ganz früh erwischen wollen. Wir haben uns dafür entschieden, einfach am Flughafen zu bleiben, dort einfach Zeit totzuschlagen und zu übernachten. War auf jeden Fall ein Erlebnis für sich. Würde ich jetzt nicht nochmal machen. Im Endeffekt wäre es vielleicht besser gewesen, wenn wir nach Hause gefahren wären. Kleine Planänderung. Unser Flug wird gecancelt, wie bei sehr, sehr vielen Leuten aktuell. Und ja, der nächste kommt erst um 6 Uhr früh morgen. Und ja, wir haben uns entschieden, ganz entspannt am Flughafen zu bleiben, weil wir so viel Zeug dabei haben, dass es sich einfach nicht mehr lohnt, nach Hause damit zu gurken. Und morgen früh dann wieder hierher, mit einem Taxi oder so. Zum Glück haben wir genug Essen dabei. Ich bereite jetzt auch gerade mein Essen vor. Es gibt hier Reisflocken mit Beeren, Rosinen und Whey-Protein. Genau, das wird hier abgewogen auf unserer kleinen portablen Waage. Trinken ist auch alles abgezählt heute, genauso wie Salz. Dafür haben wir jetzt hier zum Beispiel 1 Gramm Package, um das halt alles schön im Überblick zu behalten. Genau, ich denke, nächstes Mal melden wir uns dann morgen bei Abflug oder wenn wir dann dort sind endlich. So viel dazu. Aber so fing das Ganze an. Dann sind wir geflogen, es hat dann auch alles geklappt. Und wir sind angekommen, sind dann direkt quasi vom Flughafen zur Registration, haben mich eingewogen, haben quasi alles für den Wettkampf fix gemacht und sind dann ins Airbnb gefahren. Im Airbnb angekommen, alles vorbereitet, war übrigens ein cooles Airbnb dort, sehr empfehlenswert, wenn jemand Infos will, sagt Bescheid. Und angefangen zu laden. Es war wirklich der erste Wettkampf, wo ich super viel laden musste. Also ich hatte das noch nie bei keinem Wettkampf, dass ich so viel Kohlenhydrate über die 3 Tage laden musste. Also für euch als Beispiel, wir haben jetzt nicht alles essenstechnisch gefilmt. Erster Tag, das müsste der Mittwoch gewesen sein, wo wir auch geflogen sind, hatte ich so 450 Gramm Carbs. Wir haben auch regelmäßig Formchecks gemacht, Gewicht gecheckt und mein Gewicht ist gedroppt. Okay, am nächsten Tag so mit 800 Gramm angepeilt, mein Gewicht ist wieder gedroppt, ein Kilo. Das heißt, schon 2 Tage wirklich sukzessive die Carbs hochgefahren, um zu versuchen, den Muskel voll zu bekommen. Salz war drin, ich habe noch getrunken, also daran lag es nicht. Den letzten Einblick hattet ihr im Training. Wir kümmern uns jetzt hier ums Essen. Die langweiligen Sachen haben wir jetzt nicht gefilmt, so Reis, Hähnchen, Ananas, Spinat, Haferflocken. Das wollt ihr eh nicht sehen. Hier gibt es Pop-Tarts.
Jetzt wird ein bisschen gecheatet vor dem Wettkampf, weil Carbs müssen rein. Und gleich geht's auch noch Burger essen mit Fries. Nice. Genau, Burger essen mit Fries. Und ja, das Ganze sah jetzt so aus, dass wir knapp 3 Tage geladen haben. Und im Endeffekt habe ich am ersten Tag 450 Gramm Carbs geladen, am zweiten Tag, also gestern, 700. Und heute mit dem Pop-Tarts jetzt sind es dann 800 Gramm Carbs. Plus den Burger, plus Rotwein. Und wir haben gleich noch Formcheck mit dem Coach. Vielleicht wird es noch mehr, weil irgendwie kommt es nicht so an, wie wir denken. Wobei, jetzt kommt schon langsam an. Aber es kann sein, dass es noch mehr gibt. Genau. Wir filmen gleich noch ein bisschen Farbe machen, dass ihr da auch so ein bisschen Einblicke habt. Und den Rest gibt es dann morgen zum Showday. Dann, one day out, haben wir halt gesehen, also wir haben die Carbs auch wirklich hier wieder hochgefahren. Das heißt, wir haben gesagt, okay, bis 18 Uhr 800 Gramm Carbs und danach nach Bedarf. Und wir haben auch morgens Formcheck gemacht, mittags Formcheck und die Carbs sind einfach durchgebrannt. Also im Endeffekt war das Ende vom Lied, dass ich circa 13.000, also 1.300 Gramm Carbs an dem Tag gegessen habe. Und dann ist auch was angekommen, aber ich bin ehrlich, das letzte Meal, da hatte ich noch so Rotwein und nochmal Reis mit Honig und Marmelade. Ich habe ein bisschen was stehen lassen und die Hälfte vom Rotwein nur getrunken, weil es mir sonst komplett hochgekommen wäre. Da hätte keiner was von gehabt. Das hätte ich noch weniger Carbs dann drin gehabt, okay? Ja, Schande über mich, aber ich habe es einfach nicht mehr reinbekommen. Kommen wir jetzt dazu, wie der Wettkampf an sich gelaufen ist. Von vornherein war klar, und das war auch das Ziel des Wettkampfs, damit ich einfach nochmal meine Bestform der Saison liefere, was wir auch geschafft haben. Aber ich wusste von vornherein, dass ich zu wenig Muskulatur für die Klasse habe. Das hat sich auch in der Platzierung bemerkbar gemacht. In der Classic Physik bin ich nicht ins Finale gekommen. Ihr seht die Aufnahmen. Ihr seht wahrscheinlich auch, wer gewonnen hat. Es ist völlig verständlich gewesen. Es ist völlig nachvollziehbar gewesen. Und deswegen bin ich jetzt auch in der Offseason, damit ich eben die fehlende Muskulatur draufpacken kann. Insgesamt bin ich in 2 Klassen gestartet. Einmal in der Classic Physik und einmal in der Bodybuilding Klasse. In der Classic Physik, wie gesagt, nicht platziert. In der Bodybuilding Klasse bin ich 2. geworden. Hier haben wir leider nur die Präsentationsrunde, aber ja, die Form habt ihr auch schon in der Classic Physik gesehen. Also, wenn du mal nach da swipest, ihr seht, es ist dunkel und wir haben Stromausfall. Ja, Kühlschrank ist tot, alles andere ist auch tot. Sicherungskasten haben wir gecheckt. Ja, alle Sicherungen drinnen. Und wir sind gerade am Farbe machen und brauchen eigentlich das Licht. Also deswegen stehe ich hier so komisch rum, ne? Ja. Oh, guck mal, das Licht. Wenn man vom Teufel spricht, naja gut. Dieser Trip läuft von Anfang an irgendwie ganz komisch, aber es läuft. Genau, so viel dazu. Schaut mal, wie traurig er aussieht. Wir hatten gerade den Take mit dem Stromausfall, ne? Ist ja dann wieder angegangen. Es ist wieder Stromausfall, aber nicht nur bei uns, sondern überall. Das heißt, wir haben nicht die Möglichkeit, hier irgendwas einkaufen zu gehen, ordentliches Essen zu bestellen. Das Einzige, was geht, ist jetzt, weil wir nur noch 10 Euro Bargeld haben, ein Burger. Und ich muss eigentlich noch ordentlich was essen. Coach hat auch gesagt, ich bin noch zu flach. Das heißt, ich bekomme jetzt einen Burger zumindest. Und je nachdem, wie lange das noch geht, können wir vielleicht noch was nachlegen. Ansonsten müssen wir dann zu Hause halt mit Keksen, Reis und sowas ja, überleben. So sieht's aus. Ja, selbst Züge sind jetzt am Stehen. Und ja, wir sind hier direkt am Bahnhof und es ist alles stillgelegt. Komplett. Ja, und ich sage hier schön mit der noch leicht feuchten Farbe, die irgendwie nicht 100% trocknet, die Tische ein. Hier. Habe mich schon da drinnen drauf gelehnt. Hm? Auch hier. Ha. Naja. Die wissen eh nicht, dass ich's war. Bin ja nur der einzige braune Typ hier, ne? Zum Schluss gibt's noch ein kleines Fazit zur weiteren Planung, zur Wettkampfsaison an sich. Ich habe einfach zu wenig Muskulatur. Das war das Hauptproblem. Klar, ich hätte am Ende und generell auch noch ein bisschen härter sein können. Kann man eigentlich immer, aber das Hauptproblem war die Muskulatur. Weil selbst mit besserer Härte wäre ich nicht höher platziert worden, beziehungsweise hätte es nicht gewonnen, was natürlich eigentlich das Ziel ist, wenn man auf einen Pro-Qualifier fährt. Dementsprechend
ziehe ich meine Folgerungen daraus und werde mich jetzt in eine längere Offseason verabschieden, um halt einfach die fehlende Muskulatur aufzubauen, die ich brauche. Also wir sind jetzt aufgerüstet. Booster ist drinne, Pumpbooster, Salz. Ne? Das kann ein Jahr sein, das können zwei Jahre sein, es können drei Jahre sein. Im Endeffekt weiß ich es nicht, wie lange ich brauche, um diese Muskulatur aufzubauen. Was ich weiß, ist, dass ich Gas geben werde, um das zu machen. Und um halt einfach auch wirklich nächstes Mal, wenn ich auf die Bühne gehe, konkurrenzfähig zu sein. Also wirklich, wirklich konkurrenzfähig. Und vorher werde ich nicht auf die Bühne gehen. Ich hatte halt auch in den letzten Jahren, das muss man auch dazu sagen, nie eine lange Offseason gemacht. Das längste war, glaube ich, ein Jahr. Ansonsten waren es immer nur 6 Monate. Und deswegen bin ich sehr gespannt und optimistisch, wie so die nächste Zeit wird und wie sich die Offseason dann auswirken wird. Deswegen gibt es jetzt auch nicht mehr so viele Wettkampfvideos von mir. Es gibt Wettkampfvideos von unseren Athleten, vom 5K-Coaching. Und auch sehr viele andere Sachen sind geplant. So, zum Abschluss des Videos zeige ich euch hier meine Medaille. Es wurde der 2. Platz im Bodybuilding Lightweight bis 70 Kilo. In der Classic Physik wurde ich nicht platziert. Ist aber auch alles nicht schlimm. Ich weiß, woran ich zu arbeiten habe. Mir fehlen noch ein paar Kilos für beide Klassen. Und damit beenden wir auch das Video. Ich gönne mir jetzt erstmal eine Offseason und endlich ein bisschen was von diesen Crossfits. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da, like, kommentiert, ihr wisst Bescheid und folgt mir auf Instagram, wenn ihr möchtet.